So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 2 Wild Hunt. Ich will immer Wild Hunt sagen, ne? Das ist nicht richtig. Deshalb ging's. Ich glaube, ich muss es nicht jedes Mal dazu sagen. Ich kann einfach Witcher 2 sagen. Ja, das letzte Mal bin ich ein bisschen lauter geworden, weil das Spiel meinte, hey, just get set up einfach, weil warum nicht? Und ich hoffe, ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Wisst ihr eigentlich, kann ich mich hier irgendwie schnell wegporten? Ich glaube halt nicht, ne? Port-Möglichkeit gibt es hier, glaube ich, nicht. Bei Witcher 3 gibt es die auf jeden Fall. Aber gut, ist ja eh keine Open World, von daher ist es nicht notwendig. Dann gehe ich aber bei Duell zurück. Ist auch okay. Ja, wir haben jetzt ein paar Quests offen. Wir können jetzt, ja, ne? Den Tyrant besiegen. Oder Schattenbeinwurz finden. Ich glaube, das ist immer noch für dieses Elixier, was wir da machen müssen. Das Manguste-Elixier, ja, ja. Würde ich mir gleich sogar mal herstellen. Dann lerne ich vielleicht endlich mal Alchemie. Vielleicht funktioniert es hier ja besser als im Witcher 1 einfach nicht funktioniert hat manchmal. Lal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 a. Hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ja. Und hier muss ich wieder anfangen, wenn ich mir das Spiel abgestürzt ist. Ja, ja. Das war noch Zeiten, Freunde. Versuche ich jetzt gleich mal Sachen zu verkaufen. Vielleicht klappt das ja jetzt. Es ist halt ein bisschen doof mit der... Alter, Vater, was war das? Es ist halt immer ein bisschen blöd mit dem Fenstermodus, weil... Ich sehe jetzt halt eine Taskleiste unten. Ich, muss gerade mal kurz über... Ich kann mal kurz überprüfen. Nee. Ihr seht auf jeden Fall das ganze Bild. Also ihr seht auf jeden Fall das komplette Fenster vom Spiel. Ich sehe halt... Ja doch, ich sehe das komplette Fenster auch, aber unten ist halt eine Taskleiste, die so minimal das Bild verdeckt. Und halt ein bisschen unschön aussieht, ne? Für mich persönlich. Wie gesagt, bei euch sieht es alles schick aus. Das Spiel hat leider keinen fensterlosen, hier, ne? Fensterlosen. Oh, wie heißt denn das? Randlosen Fenstermodus. Mein Gott. Hat's leider nicht. Aber ich nehme ja eigentlich immer lieber ein Vollbild auf, weil dann die Performance ein bisschen besser ist. Aber ich habe herausgefunden, dass es einfach nur an Ominous Aero liegt. Dass die Performance dann halt immer so scheiße war. Und jetzt läuft es auch im Fenstermodus bei mir immer ganz flüssig eigentlich. Vielleicht geht das einfach. Ich werde es einfach so lassen. Wenn es nicht mehr abstürzt, dann lasse ich es auch einfach so. Gut. Der sieht aus wie eine Hexe. Eine männliche Hexe. Also ein Hexer. Ach nee, das bin ja ich. Halt die Schnauze. Warte mal, du bist der andere komische Typ da, ne? Welcome. Der andere komische Typ, der da vorhin letztes Mal oben rumstand, ne? Why two swords? Does he lose them often? Wo bin ich überhaupt? Ach so. das wollte ich nicht sagen, wo ich bin, sondern wo mich das Ausrufezeichen hinführt. Ich muss ja, oder soll ja mit Cedric reden. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Schattenbeinwurz. Wurz. Ich speichere nochmal, ne, weil... Geht ja schnell. Ja. Cedric, I need some Ostmerk. It's a rare variety of moss, grows underground. I know it. There are some caves to the south, deep in the woods. If Ostmerk grows anywhere in the area, it will be there. Huh? In der Höhle unter den Elfenruinen. Okay. Ja komm, gehen wir da auch direkt hin, oder? Ich habe schon X gedrückt, da konnte ich mich erstmal nicht mehr bewegen, weil der Dude da runtergegangen ist. Ich hab schon ein bisschen Angst. Ich freue mich auf Witcher 3. Das wird flüssig laufen. Hoffe ich. Bitte. Sonst weine ich ein bisschen. Ich will nochmal mit dem reden, eigentlich. Ich ein bisschen. Alter, hast du irgendwas Cooles zu kaufen eigentlich? Nö, ne? Alter. Wieder für diese Daten, Bericht des Kapitäns. Wenn der gleich Schattenbeinwurz zu verkaufen hat, dann lache ich aber. Nur gar nicht viel, was er hat oder so. Okay. Ach lol. Ich hab beim Falschen geguckt. Ich hab bei beiden Sachen geguckt. Hm. Ja, Leon. Toll. Toll gemacht. Keine Trollzunge kaufen. Naja, wie gesagt, ich würde jetzt ganz gerne erstmal einmal in den Laden gehen. Zum Laden. In den Laden. Ja, ich habe das wirklich gesagt, tut mir leid. Ich glaube, da fing gerade eine Quest rechts. Handelswaren, achso.
und meinen ganzen Kram verkaufen. Wir hoffen, dass es jetzt endlich mal funktioniert. Wenn ich wieder abschließe, dann weine ich sehr, sehr laut wahrscheinlich. Gut. Probieren wir es auch einfach mal. Beziehungsweise ich speichere nochmal, ne? Welcome to my modest. Ja, ja, bla, bla. What do you all come for me? Ja, ja, bla, bla, bla. Haben wir eigentlich alles schon mal gehört? So, was haben wir denn hier alles? Kein Mensch braucht. Eigentlich die ganzen Schwerter, ne? Die ganzen Schwerter brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, die Schwachen. Ja, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das Runensiegel. Okay, wo habe ich das eigentlich her? Außer das Skelett. Weg, weg. Das andere behalte ich dann auf jeden Fall. Behalte ich auch. Ja, leider weiß ich jetzt wieder nicht mehr. Achso. Nee, nevermind. Genau, die behalte ich auf jeden Fall. Das ist auch die. Mit dem Deckel, ne? Mit dem. Ihr wisst schon. Kann ich doch eigentlich verkaufen, oder? Ja, auf jeden Fall. Die ist sowieso besser. Aber die behalte ich nochmal wieder. Ja, gut, das ist die Anschluss. Beide vielleicht gerade auch nochmal. Ja gut, von dem ganzen Scheiß habe ich eh keine Ahnung, was ich noch gebrauchen könnte. Schleifstein ist ganz schön schwer. Schwall brauche ich immer mal, Stichler auch. Klingt immer sehr falsch, finde ich. Lesen wir gleich alle mal durch, vielleicht kriege ich dann nämlich Questeinträge. Hups. Nein, das habe ich getan. Um Gottes Willen. Nein, ich bin hier irgendwo... Ah, okay, ich habe es wieder gefunden, wo ich bin. Alles gut. Eisenerz. 23. Gemistete Zutat. Eigentlich müsste ich mir nochmal das Achievement, was ich zwar schon habe, aber eigentlich müsste ich mir das theoretisch nochmal holen. Mal zu gucken. Rüstung. Grümpel. Ich glaube, das Grümpel kann ich aber immer verkaufen, oder? So, da bin ich auch eigentlich wieder ein bisschen leichter geworden. Aber irgendwie auch nicht so richtig, ne? Nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Bin schon weg. Speichern. Ganz schnell. Verkaufte Dinge muss ein bisschen gespeichert werden. Dann will ich eigentlich mal gucken gerade. Eigentlich müsste es hier irgendwo einen Handwerker geben. Der. Naja, da. Der mir was herstellen kann. Würde ich doch auch einfach erstmal. Einfach mal tun. Mal gucken, ob ich mir irgendwas Tickets da herstellen kann. Bitte der Anderlinge. Hey, Boss. Look who's graced our smithy. That titan of the art of smithing can't hear us. Busy. Works a blur in his hands. And how are you, Witcher? Things working out for you? Nice workshop. Bah, it's no workshop, just a simple forge. But thanks for the compliment, both in my name and the master's. So how can we help you, eh? Möchte was kaufen, das ist Würfeln. Stell einen Gegenstand für mich her. Mal gucken. Aha. Ah ja, da unten steht wahrscheinlich, was ich brauche. Dass ich so herstellen kann. Das ist auch okay. Drei davon brauche ich. Was ist das? Ein Tuch, Leder und Pechdraht. Macht sogar fast Sinn hier. Das ist aber so mein ganzes Inventar wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Linse Lederhose. Das ist ein Silberschwert. Ah. Nee, oh, ups. Scheiße, nein, das wollte ich nicht. So. Was bringt mir das jetzt? Verstehe ich jetzt wieder nicht so ganz. Irgendwie kann ich da jetzt schon wieder. Mit Schemen kann ich da irgendwas wieder machen.
Ach so. Das ist das Schema für die Hose. Das habe ich und da brauche ich noch irgendwie, was ist denn das, was ich da brauche? Silbererz. Da brauche ich zweimal Silbererz für, okay. Was andere kann ich ja herstellen. Da mache ich das doch einfach. Gegenstand hergestellt! So, jetzt hätte ich das Achievement bekommen, theoretisch. Wahrscheinlich. Aber, ich hab's schon. So, Inventory. Gucken wir doch mal. Hosen des Magiers. Blende Lederhose. Achso, doch. Ja, okay, zack. Dann mal gucken, ob ich auch die richtige Rüstung da gelassen habe. Gebt beide Rüstung plus 1. Reduktion von Magieschaden, Verlängerung der Wirkdauer von Ölen. Ups. Das hat halt viel bessere Werte, so, ne? Hier Vitalität, Einäscherung. Aber es sieht halt hässlicher aus, ne? Es ist halt hier mit dem Hut. Ich finde das echt nicht schick. Lass das auch einfach. Okay, ich kann nicht nach unten drücken. Achso, doch. Das ist aber auf jeden Fall Hosen des Magiers. So. Ja, egal. Kann ich irgendwann mal verkaufen. Gut. Haben wir das jetzt auch endlich mal erledigt? Würde ich sagen. Können wir uns doch jetzt einfach weiter um die Quest. Muss irgendwie hier rauskommen. Redet bitte nicht so laut. Wäre ja, schön, wenn ich noch ein bisschen Eisenerz irgendwo bekommen könnte. Könnte ich mir nämlich das, ne? Schwert herstellen. Das sah nämlich ganz gut aus. Aber schauen, ne? Wenn, dann müssen wir eh da irgendwie in die Höhle oder so. Also, ne, jetzt meine ich für die Quest, vielleicht finden wir da was. Das wollte ich gerade sagen. Ja, da ist das Spiel schon wieder abgestürzt. Gut, es hilft scheinbar nicht. Das Spiel ist einfach behindert. Es stürzt einfach manchmal bei irgendwelchen Raumwechseln und so weiter ab. Ich weiß nicht warum. Oh, geht mir das auf den Keks. Was ist das denn? Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ein Moment. So, Leute, ich reihe das nicht. Warum stürzt dieses verfickte Dreckspiel so häufig ab? Oh, lol. Vor allem immer dann, wenn ich länger nicht gespeichert habe, ne? Es geht mir unfassbar auf den Sack. Und mir geht's nicht auf den Sack, wie gut ich den gerade plätten kann. Immer bei Raumwechseln oder irgendwelchen Menüöffnungen, ja? Immer da muss ich vorsichtig sein, immer speichern. Obwohl, Menüöffnung, ja. Gute Idee, davor zu speichern. Hm. Ich reiz nicht. Ich werde mal ein bisschen googeln. Vielleicht gibt's da irgendeine bekannte Problematik, warum das so ist. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass es damals so ist. Und es liegt halt echt nur ein Aufnahmeprogramm. Alle anderen Spiele, die ich spiele, wenn ich nicht aufnehme, laufen absolut perfekt. Nur wenn man aufnehmen, ne? Leute. Ist einfach die Hölle. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Weil andauernd, ist, wie gesagt, es passiert andauernd, dass irgendwelche Sachen passieren, die einfach nicht sein dürften. Da ist so, nee. Ich habe einen perfekten PC und trotzdem irgendwelche... Oh, da war eine Bärenfalle. Erstmal mitnehmen. Weißt du, das ist einfach, du hast perfekt PC und trotzdem ruckelst oder so. Oh mein Gott, ich laufe überall rein, ey. Aber gut, da sind auch Kairan-Fallen wahrscheinlich, ne? Kairan. Das war richtig komisch, Leute aussprechen. Kann ich nochmal. So, ne? Wusch. Ja, wahrscheinlich auch sehen, wo so ein Ding ist. Die Mucha Sense. Orte der Macht, Verwendung. Achso. Orte der Macht? Nee, hä? Bin ich jetzt gerade irgendwie in einen reingelaufen oder so? Ich glaube schon. Ganz unspektakulär. Gehen wir denn jetzt am besten hin? Und wie gehen wir hin? Ah Gott, ich habe da momentan auch echt keinen Bock drauf, diese Abstürze, weißt du? Vor allem, wenn das jetzt hier auch noch ist. Weil, ich glaube, das ist halt ein Schwert, oder? Wenn man irgendwo sehen kann, was man gerade draußen hat, ne? Und wie gesagt, GTA berechne ich damit, dass es häufiger passieren wird, jetzt mit irgendwelchen Abstößen und sonstigen Scheiß. Das passiert das in dem Spiel auch noch, ne? Geht mir echt auf den Keks. Ah, ohne Grund.
Und noch nicht mal eine Fehlermeldung, ne? Kommt ja nicht mehr irgendwie, funktioniert nicht mehr, blablabla, Error oder so, nö. Ist einfach komplett weg. Nichts mehr da. Also, ja, danke. Ich hab hier seit 1000 Jahren nicht mehr gespeichert. Wolfriesen, Junge. Willst du gleich alles normal machen? Glaube schon. Ich hasse mich, ich hasse mich. Der unfähigste Videospielman der Welt. Gut, schon, dreh doch um, Mann. Ach, ihr seid doch doof. Ja, toll. Ich bin auf dem Sack, Katastrophenaufnahmen im Moment, ne? Ständig muss ich schneiden und so ein Blödsinn. Weil, ne, es ist ja keine Arbeit. Aber es ist halt einfach nicht schön für den Flow, weißt du? Dass da andauernd irgendwelche so, dass ich mich dann wieder aufregen muss, weil ein Spiel abstürzt und so und Schnitte drin. Das mag ich nicht so gerne. Ich möchte lieber eine 20-Minuten-Aufnahme, die flawless ist, so ungefähr. Zumindest was die Aufnahme belangt. Wenn ich mal wieder komplett unfähig bin, im Spiel ist was anderes. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Gott! Ja, ich bin tot. Wow. Das Spiel ist echt nicht leicht. Das hat auch niemand behauptet. Ich will nur so weit verpissen, bis ich speichern kann. Dann bin ich glücklich. Oh, wer bist du? Was bist du denn jetzt schon wieder hier? Warum ist mir nicht alle auf den... Ich will alle auf den Puffer gehen gerade. Ja, das war's wieder mal. Ich darf die ganzen Bombs nochmal machen. Ich hasse mich. Ich hasse meine Unfähigkeit, in diesem Spiel zu speichern. Ne? Jetzt stürzt das Spiel wahrscheinlich wieder ab. Nee. Ich hab schon die Maus gesehen. Ne? Ich hatte viel Angst. Ich hab zuletzt gespeichert, als ich hier vor war. Vor 5 Minuten ungefähr, glaube ich. Oh, Leute, ey. Ich reg mich nur über mich selber auf und über die Abstürze, ne? Das Spiel kann hier gerade überhaupt nichts für. Ganz ehrlich. Das Spiel macht echt Spaß, ne? Aber alle Umstände machen mich gerade fertig. Boah, geht mir das auf den Sack gerade. Ich stürze einfach permanent ab, Mama. Ich einfach raufprügeln hier. Was habt ihr jetzt davon? Damit, was ist los? Geht's gut, Geralt. Einfach raufzimmern, habe ich gesagt. Oh, das war schick. Hat mir gefallen. So, darf ich kurz speichern? Wäre super nett. Ja, danke. Ja, das Gefühl, ich schaffe mir nichts in den Aufnahmen, weil ich ständig irgendwie, weiß ich nicht, Dinge neu machen muss. Mein Gott. Zumindest habe ich aber die 60 FPS Probleme gelöst. Ja, ich kann ja. Ich glaube, die Aufnahmen sind ruckelfrei. Das ist doch schon mal was. Immer auch die kleinen Dinge appreciate. Ich habe die Fallen gar nicht mehr mitgenommen. Ich lasse euch mal alleine da hinten, ne? Ihr könnt euch amüsieren da hinten. Macht, was ihr wollt. Ich will ja nicht hier explizit auf die Jagd gehen, ja? Nur Selbstverteidigung machen. Das Spiel sieht schon schick aus, ne? Da kannst du nicht meckern. Sagen, hoffentlich läuft Witcher 3 flüssiger, aber, ja, was ist flüssiger, problemfrei, aber, hey, ich nehme auf, also nein, wird es nicht. Eigentlich passiert das doch gar nicht, also es passiert es eben nur bei meinen aktuellen Projekten. Sonst ist das doch auch nicht passiert, so ab und zu mal, mein Gott, ne. Ab und zu stürzen Spiele mal ab, aber mein Gott. Jetzt hier irgendwie permanent, das regt mich ein bisschen auf. So. Speichern? Wenn ich kann. Deine Mutter. Ein Kämpfer. Er will mich ja noch flätten wahrscheinlich. Komm schon, Spiel, lass mich speichern, bitte. Be nice. Thank you. Okay, nehme ich mit. Aha. Schick, schick. Groß vor allen Dingen. Die. Die. Na, gerade auf Deutsch verrecke.
Und für Igni bringt irgendwie auch nichts in diesem Spiel. Das sind schöne Gegner, die kann ich aber wegholzen. Das gefällt mir. Kann ich eigentlich auch die Zeichen noch upgraden? Ich weiß es gar nicht. Habe ich nichts gesehen. In Witcher 1 konntest du so gefühlt alles upgraden. Hat nur keiner gemacht. Ich spiele auch mehr Spaß als Witcher 1, ne? Das möchte ich einfach nochmal anmerken. Witcher 1 ist ja auch so ein, zwei Mal abgestürzt. Da hatte ich auch schon gesagt, so, yo. Oh mein Gott, das wird ja noch problematisch. Aber dann ist es gar nicht mehr abgestürzt. Während einfach das Spiel in den letzten drei Folgen mehr abgestürzt ist als Witcher 1 insgesamt. Mann. Tut mir leid, dass ich so viel über Abstürze rede, ja, aber muss irgendwie sein. Ganz viel Speicher. Bestimmt auch F5 Schnellspeichertaste, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Und bevor da jetzt gleich irgendwas Böses passiert, wenn ich die Taste drücke, sowas wie Büchern löschen. Das ist gerade normal, guckst dann offscreen nach. Also ich werde bis zum nächsten Mal, ich hoffe, ich denke dran. Ich habe gleich nämlich eigentlich, es ist schon sehr spät, es ist schon, oh, schon 0.03 Uhr. Ich kann ja jetzt dank der dank dieser Tatsache kann ich jetzt die Uhrzeit sehen. Ich muss morgen um 7 Uhr ungefähr aufstehen. Also sollte ich nach der Aufnahme gleich ganz schnell ins Bett gehen. Jetzt wollte ich sagen, ich habe gleich keine Zeit mehr. Ich hoffe, ich denke dran, mal nachzugoogeln, ob es da irgendwelche Problematiken gibt. Spielabsturz, Witcher 2 oder vielleicht auch Spielabsturz, OBS. Weil OBS läuft, stürzt das Spiel ab, neuerdings. Vielleicht OBS ein Upgrade, was ich noch nicht habe. Upgrade, ein Update. Oh, oh. Leichenfresser. In der Leine ist es halt kein Problem, wa? Einfach aufzimmern. Damn it. Oh ja, ganz ruhig. Oh Gott, ich hätte drauf kommen können. Er hatte keinen Rektor. Wir haben mich schon ein bisschen gewundert. Und das ist die Steinwurz. Das Schattenbein, bla bla bla. Steinwurz habe ich es eben genannt, ne? Steinfurz. Irgendwie so. Gut, Leute. Ja, es tut mir jetzt leid, dank der. Obwohl, eigentlich habe ich alles rausgeschnitten. Also eigentlich, ne, selbst ohne Abschluss werden wir wahrscheinlich nicht viel weitergekommen. Hier ist auch aus der Höhle raus, denke ich. Dann soll es auch gewesen sein. Schnell speichern, ne? Für heute. Ja, wie gesagt, ich guck nach, ob ich es irgendwie geregelt kriege. Mit Abschlüssen, wenn nicht, dann muss ich halt echt. Ich meine, es gibt ja immerhin die Schnellspeicherfunktion, ne? Das heißt, ich muss ja in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht viel neu spielen, wenn ich regelmäßig speichere. Aber es ist ja trotzdem nervig. Ne, immer wieder warten, wenn man dann, weil erstmal hier Steam Cloud synchronisieren will. Das habe ich jetzt übrigens ausgestellt. Habe ich eh noch nie benutzt in meinem Leben. Oder gebraucht. Dann wird bestimmt der PC irgendwann abkacken mit Festplatte. Und dann habe ich den Spielstand nicht mehr, ne? Mhm. Ja, ja. Das wird passieren. Aber wenn man PC abkackt, habe ich andere Probleme. Als ein nicht mehr vorhandener Spielstand. Nämlich mein nicht mehr vorhandenes Leben, weil ich dann Selbstmord begehen muss. Was bin ich schon ohne meinen PC, so in etwa? Aber was wollte ich jetzt sagen? Ja. Ja, dann wieder der Spielstand. Dann muss man wieder das Intro angucken. Kannst zwar skippen, logischerweise. Aber es dauert dann wieder ein paar Sekunden. Den Spielstand laden und so. Das ist halt echt nervig, ne? Das ist mühselig. Ich habe jetzt allein für die Aufnahme hier, für diese 2x20 Minuten, habe ich jetzt knapp 60 Minuten gebraucht. 20 Minuten lang nur neu spielen, laden und bla, ne? Ist halt schon nervig. Gut, Leute, dann sage ich jetzt trotzdem vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Wir machen ja trotzdem Fortschritte. Das nächste Mal machen wir uns dann wahrscheinlich hier, ja, guck mal. Wollte gerade sagen, wir können das Elixier jetzt herstellen. Steht da oben rechts. Stellen wir das nächste Mal her. Mal gucken, wie das geht. Hier mit Alchemie. Wir finden das schon raus. Es wird auf jeden Fall einfacher sein als The Witcher 1, denn schwieriger kann es gar nicht mehr werden. Und kryptischer. Und ja, dann geht es vielleicht auch schon bald in den Kampf gegen die Kyren. Übrigens, Gott, ich dachte, doch. Irgendwo ein Gegner. Nein! Ja, so weit wie hier war ich damals tatsächlich nicht. Diese Höhle, da war ich definitiv nicht drin. Dann habe ich hier damals schon aufgehört, warum auch immer. Gut, ich kann speichern, ne? Also vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.